Ciri war im Buckelsumpf auf die bösen Mumen gestoßen. Diese diabolischen Schwestern hatten sie aufgenommen und dann geschwankt, ob sie sie fressen oder der wilden Jagd ausliefern sollten. Ciri war noch vor der Entscheidung geflohen. Ein Geisterreiter der Jagd hatte sie in den Sumpf verfolgt. Und dort verlor Geralt ihre Spur wieder. Er brauchte einen neuen Hinweis. Ja, willkommen zurück bei The Witcher 3. Hallöchen. Was denn? Wir brauchen ein bisschen Geld. Wie viel habe ich denn noch? 5. Ich habe noch genau 5. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? 5 Kronen haben wir noch. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das hier gewinnen, damit wir müssen... Oh, der spielt mit den Scoia'tael. Ach du Grundgütiger. Ich behalte mal beide Finden. Das gute Wetter nehmen wir weg. Oh, das ist gut. Und den nehmen wir weg. Nein, den noch nicht. Ah, egal. Die verwahren wir uns für hinterher. Dann kriegen wir eine dann wieder. Was war das hier? Ach so, der konnte wechseln. Wir fangen einfach mal ganz simpel hier mit diesem Einer hier an. Gegen den haben wir auch noch nicht gespielt. Oh nein. Ich hasse diese Karten. Kriegen wir das hin? Glaube nicht, gut. Ne, schauen wir nicht, schauen wir uns die wieder. Ja, komm, das hat so keinen Zweck. Müssen wir gucken, dass wir jetzt... Ja gut, der passt direkt. Dann nehmen wir jetzt den hier. Da. Sehr gut. Und wir können uns ja so noch einen wiederholen. Einfach alles raushauen. Mal schauen, ob das gut geht. Wir brauchen Geld. Wir haben überhaupt kein Geld. Das ist so eine Katastrophe. Ja, ja, mach doch mal Regen. Den spielen wir mal zum Schluss. Nehmen wir den und holen uns die hier wieder. Wupp. Weil der Witz an der Sache ist ja, wir können das Ganze jetzt einfach nochmal machen. Noch die beiden Einer hier haben, ist ja egal. So, ich glaube, dann spielen wir mal unsere Karte hier. So, und damit haben wir dann gewonnen. Wollen wir die beiden gar nicht mehr legen, machen wir aber trotzdem. Trotzdem, einfach weil wir es können. So. Wir warnen. 10 Kronen. Neue Karte, gutes Wetter. Okay. Was denn? Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Wir haben nur 10 Kronen. Wir haben überhaupt kein Geld. Ach, egal. Bis dann. So.
Was hatte ich denn hier jetzt vor? Warte mal. Da ist der blutige Baron. Ach Gott, wisst ihr was? Wir gehen zum Baron. Ja. Oder haben wir hier in der Nähe noch... Nee? Haben wir ja nichts mehr. Dann gehen wir zum Baron. Ja. Oder haben wir... Huch, da wollte ich nicht hin. Da auch nicht. Oder haben wir hier eine Nebenquest? Wir sind Level 7. Das ist Level 10. Da haben wir so nichts mehr. Hexeaufträge 33, 10. Das ist alles zu hoch. Schatzsuche ist auch... Na gut, wir haben halt nichts. Dann gehen wir zum Baron. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Auf zum Baron. Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Du siehst ja fertig aus. Geh mir aus den Augen. Dieser verfickte Kater. Sie lieben sich gegen den finsteren Sturm. So. Anders können wir im Moment eh nicht machen. Langsam, langsam. Die Brücke gibt's nicht mehr. Die Brücke ist auch kaputt, okay? Heya! Ja, trotzdem hier lang. Die Brücke ist doch noch heile, sah kaputt aus. Von weiter weg, aber. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schaden mitgebracht. Ist der Schein tot. Beweg dich. Warum so ein Vampir? Hat noch eine Frau getötet? Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung. Da ist ein Tor zu. Halt! Wer brüllt denn da? Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Hab ich doch. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Feldwebel! Wie freundlich. Bardal, der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Der sieht aber... fertig aus. Wird er, von einer Waldschlange verschont. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Meister Hexer. Geh mir. In Vysima. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug.
Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Es ist einfach nur Geplapper. Bin ich zum Reden gekommen? Dachte doch. Nehmen wir mal das Obere. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. Danke. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Da sagen wir nicht nein, oder? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Geht so. Es ist grauenvoll, ein toller Ort. Komm zum Punkt. Es ist ein toller Ort. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Du drohst mir? Glaube ich nicht. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Autsch! Oh, wir können wieder mit Ciri spielen. Oh. Das war knapp. Ich muss hier weg. Jo. Blöde Wölfe! Ja! Sie braucht Hilfe. Oh. Du kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon.
Und du? Irgendwie ja. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du eigentlich hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Okay. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Nette Eltern. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Was, Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Okay. Ja, Wolf. Wölfe! Schnell, versteck dich! Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh yeah. Schau mal! Da ist etwas! Bleib hier! Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Dem fehlt ein Bein. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen, große Schmerzen vor dem Tod. Ah ja. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Mhm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg.
Hm, was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Interessant? Hm, das Bein abgerissen? Hä? Nein, abgebissen. Das hatten wir doch schon. Warte mal, habe ich mich vertan? Hm, was? Hat doch auf 6 gedrückt. Mal sehen. Hm. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Okay. Was trifft die nicht? Ist er fast so schlimm wie mit Geralt? Oh, wir leben noch, okay. Jetzt nicht mehr. Alter, das. Oh, das ist echt fies. Das ist echt fies. Man kann, wenn man keine Magie einsetzen kann, dann so viel auf einmal. Na gut. Das braucht ja wieder so lange, um zu laden, meine Güte. Hörst du? Hilfe! Versteck dich, rasch! Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Hm, tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben.
brauche noch Hundspetersilie. Was ist denn Hundspetersilie? Das hier? Jo, die ist groß, okay. Davon brauchen wir noch was. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Boah, noch einmal Hundspetersilie. Hier unten, ne? Ne, das war auch kalt. Hier lang! Durch die Höhle! Ja, warte mal. Jetzt haben wir alles. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Okay. Hier unten waren wir doch gerade schon. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch... Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Uiuiui. Dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Tjo. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Ja, dann bring uns mal dahin, bitte. Ja. Einige Stunden später. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenn doch mein Kind!
Die große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Vergiss es. Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ach komm. Okay, aber Freunde, würde ich sagen, wir machen auch ein andermal weiter. Ja, ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.